So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Und in diesem Video geht es um das Thema Brandschutz und Brandabschottung. Ja, in öffentlichen Gebäuden, in Hotels, aber auch in Mehrfamilienhäusern muss man zum Beispiel im Keller, Kellerräume, wenn es in den nächsten Raum übergeht, ist das ein eigener Brandabschnitt eventuell. Und da muss der Elektriker aufpassen, wenn er seine Leitungen da durchführt in den nächsten Raum, muss eine anständige Brandabschottung stattfinden, damit einfach gewährleistet ist, dass im Brandfall der Brand eingedämmt wird und der Rauch und Rauchgase nicht in den nächsten Raum gleich übertreten. Und darum geht es in diesem Video, und ich werde in diesem Video die Kabelboxen von der Firma Wichmann euch vorstellen, und wir reden über die komplette, über den Einbau, über die Vorteile, ja, über die kinderleichte Handhabung und den kinderleichten Einbau natürlich. Und wenn du daran interessiert bist, dann bleib jetzt dran und schau dir das Video an. Ich freue mich. So Freunde, wie gesagt, es geht heute um das Thema Brandschott. Und wenn ich auf Baustellen komme manchmal und dann irgendwo in einem Mehrfamilienhaus, Beispiel jetzt, und komme da in den Keller rein und sehe da diese Brandabschottungen, ja, also ich habe da mal das ein oder andere Foto für euch. Ich blende das jetzt mal kurz ein, ja. So, wie man hier sieht, das ist natürlich, das hat mit Brandschott nichts zu tun. Das hat eigentlich mehr mit einer absoluten Vollkatastrophe zu tun. Ja, das ist nicht sicher. Also ich würde da nicht meine Hand ins Feuer legen und gewährleisten, dass hier der Brand eingedämmt wird und dass hier auch keine Rauchgase in den anderen Raum übergehen. Das ist nur dahin gekleckert und hingeschmiert. Und dahingehend hat sich die Firma Wichmann Gedanken gemacht, und die, ich stelle euch heute die Kabelbox von der Firma Wichmann vor. Und die Handhabung ist wirklich sehr einfach. Ja, ich zeige euch die mal. Das ist jetzt die eckige Kabelbox. So sieht die aus, ja, und vorne und hinten kommen diese Schaumstoffstopfen rein. Und jetzt reden wir aber kurz mal über den Vorteil. Ein Riesenvorteil ist natürlich bei der Geschichte, du kannst die nachrüsten. Also wenn Leitungen schon verlegt sind, ja, das heißt, wenn du irgendwo einen Brandschott austauschen musst oder nachrüsten musst oder weil irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwas passiert ist, ja, kann man die Kabelbox von der Firma Wichmann kann man nachrüsten. Und zwar haben wir hier vier Laschen. Sieht man, ja. Genau. Und dann kannst du den Deckel hier abnehmen. Perfekt. Das heißt, wenn deine Leitungen schon drin sind in dem Durchbruch, du fängst die Leitungen hier ab, ja. Wir gucken uns das nachher ganz genau an. Dann machst du deinen Deckel wieder drauf, die vier Laschen schließen und mit den Leitungen dann quasi in deine Öffnung rein. Das ist, finde ich, super klasse, mega einfach. Also im Brandfall blähen diese Brandschutzpakete hier rundum, die blähen auf, verschließen die Box zu 100%, sodass auch für 90 Minuten gewährleistet ist, dass hier kein Rauch durchkommt und der Brandherd auch nicht ausgebreitet wird. So, die ganze Geschichte gibt es natürlich auch, wenn du eine Kernbohrung hast. Machen auch viele, gibt es auch in Rund. Hast du auch diese Stopfen hier drin. Die kannst du beim Einbau natürlich entfernen. Und dann, wenn du deine Leitungen einführst, ja, kannst du dir die hier ausschneiden. Dementsprechend schauen wir uns nachher auf der Baustelle an. Die Kabelbox von der Firma Wichmann, die kann auch zu 100% belegt werden. Also eine Überbelegung ist hier, geht hier nicht. Also du kannst wirklich alles hier ausnutzen. Wenn die Kabelbox jetzt eingebaut ist und man ist fertig und es kommt mal nach einem Jahr jemand und muss eine Leitung nochmal durchführen, das ist der große Vorteil, denn das geht mit dieser Kabelbox kinderleicht. Auch wenn die schon eingebaut ist, Leitungen schon drin sind, nimmst ein Installationsrohr, je nach Dicke der Leitung, die wo du brauchst, ja, schiebst das durch, diesen Schaumstoff durch, dass es auf der anderen Seite wieder rauskommt, führst deine Leitung ein, ziehst das Installationsrohr wieder raus und du hast eine neue Leitung drin. Und somit hast du hier eine staub- und vor allem zerstörungsfreie Nachbelegung. Also du musst den Schott nicht zerstören. Einbauen kann diese Kabelboxen natürlich jeder Installateur, auch jeder Elektriker. Auch wenn du keine Brandschutzzertifizierung hast, darfst du machen.
So, und jetzt gehen wir mal rüber in mein neues Studio. Da habe ich aktuell Baustelle, weil das wird ja umgebaut. Und dann, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist, gehen wir rüber und bauen wir die mal ein, ziehen wir ein paar Leitungen durch und gucken mal. Kommt ihr? Ach nee, ich muss, ich nehme euch mit. So, hier sind wir auf der Baustelle. Ja, es wird das neue Studio. Hier ist aktuell noch Baustelle. Darum kann ich das jetzt auch gerade schön zeigen, wie der Shot funktioniert. Bevor jetzt die ersten anfangen zu tippen, das ist aber nicht die richtige Installationszone und das ist nicht die richtige Höhe, das weiß ich auch. Das ist nur zum Vorführen, ja, damit ich eine anständige Höhe habe und euch auch zeigen kann, wie die Kabelbox funktioniert und wie man Leitungen durchführt und so weiter. So, ich führe die Box jetzt mal ein, weil ausgestimmt habe ich es ja schon. Ja, dann wird die Box ja einfach eingesetzt. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, wenn wir Leitungen durchführen, wie das mit Befestigen ist und so weiter. So, es gibt zwei Möglichkeiten, die Box zu befestigen. Die erste Möglichkeit ist natürlich Mörtel. Ja, du schmierst dein Mörtel hier rundum, machst das so schön ausgleichen, machst es glatt, lässt es fest werden. Von beiden Seiten ist die Box fest, kann nichts mehr passieren. Kannst du anfangen, deine Leitung durchzuziehen. Ja, zweite Möglichkeit wäre, wenn der Abstand hier nicht die 2 cm überschreitet, also dieser Durchbruch, ja, kannst du das auch mit Brandschutzschaum ausspritzen. Geht genauso. Geht natürlich auch viel schneller, wenn du es mit Schaum machst. Ja. Gibt es aber eine Kabelbox von der Firma Wichmann, die hat da noch 2 Graphitstreifen noch dran, ist dann aber auch nur für Wände zugelassen. Ja. So, und jetzt hole ich mal ein paar Leitungen, führen wir die mal durch. So, jetzt habe ich mir ein paar so Leitungen besorgt. Legt den gerade immer irgendwas rumliegen. So, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Cutmesser. Mit dem schneidest du dir einfach hier das Loch aus, das wo du brauchst. Das ist ziemlich weich alles. Und dann führst du hier deine Leitung durch. Und so machen wir das jetzt mit jeder Leitung. So, die Seite haben wir fertig. Schauen wir uns die andere Seite noch an. Sieht schon mal gut aus. So, wie ihr seht, habe ich jetzt auf der Seite auch die Leitung drin. Ja, der Schaumstoffbopfen ist wieder drin. Perfekt. Jetzt haben wir natürlich hier noch die Öffnungen, wo ich die Leitung durchgeführt habe, auch beim Rohr. Da reicht es einfach jetzt mit Acryl oder Silikon, das einfach schön ausspritzen da innen drin, damit es rauchdicht ist, ja. Das ist natürlich auch ein Vorteil, man muss jetzt keine Spezialdichtstoffe hier verwenden. Ja, einfach ein Silikon oder Acryl benutzen, hier außenrum, wo die Leitung durchkommen, ausspritzen, dass das dicht ist und damit ist die Sache erledigt. Jetzt ist es so, dass nach einem Jahr einer kommt und sagt, ich muss da aber nochmal durch. Also ich muss diesen Shot nicht zerstören, das finde ich ja auch genial. Und jetzt führen wir mal, jetzt haben wir die Leitung drin, jetzt schauen wir mal, ob wir nachträglich noch eine reinbringen, probiere ich jetzt aus. Also entweder ich nehme so ein Installationsrohr, wenn ich ein Stück im Auto habe, oder du schneidest es hier auf und schiebst das Kabel, die Leitung einfach durch. Am einfachsten, finde ich, geht es mit so einem Installationsrohr. Hier einen kleinen Schnitt rein, du schiebst es auf die andere Seite rüber. Machen wir jetzt, ziehen wir die Leitung mal neu rein. Weil sie ist ja... Die Kabelbox ist zu 100% belegbar, also die kannst du nicht überbelegen. So, das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt führen wir einfach, ich bin jetzt auf der anderen Seite rausgekommen, jetzt führen wir einfach eine neue Leitung nach. Also die Leitung, wo ich jetzt nachziehen müsste, führe ich jetzt einfach durch das Installationsrohr.
Anschließend ziehst du einfach das Rohr wieder raus. Und dann hast du eine neue Leitung drin. Die Öffnung hier einfach wieder mit Silikon oder Acryl abdichten, Fall erledigt, fertig. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ja? Staub- und zerstörungsfreie Nachbelegung. Hier einfach abdichten die Öffnung jetzt und du hast eine neue Leitung drin. Der Schott ist in Ordnung, kann ganz normal weiterverwendet werden. Ist natürlich auch für die Nachhaltigkeit prima. Wenn die Kabelbox nun fertig installiert ist, alle Leitungen sind drin, es ist alles ordnungsgemäß abgedichtet, kommt ganz zum Schluss noch das Güteschild drauf. Das hat bestimmt der eine oder andere schon gesehen, der wo eine Schottung gemacht hat. Da kommt drauf der Name, das Datum kommt dann drunter oder drüber, irgendwo hingeklebt. Also ich war hier, ich habe es gemacht. Genau. Und somit ist die Sache tipptopp erledigt. Wie gesagt, die Firma Wichmann bietet ja nicht nur die eckigen an, sondern auch die runden, falls du eine Kernbohrung hast. Das ist das gleiche System und auch für Doppelboden oder Oberbeton, da haben die auch die geeigneten Kabelboxen dafür. Also im Großen und Ganzen finde ich das eine mega tolle Sache. Ja? Nachhaltigkeit, leicht zum Nachrüsten, ohne es zu zerstören und der Einbau auch und die Handhabung kinderleicht nachrüstbar oder auch bei Neuinstallationen setzt du die ein, wird die eingemörtelt. Sobald die Leitungen hier durch sind, hat man gewonnen, ist man auf der sicheren Seite. Finde ich eine tolle Sache. Ich verlinke die Seite von der Firma Wichmann unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal. Ach ja, was ich nicht vergessen darf, die Firma Wichmann ist ja auch auf der Leitung Building 2024 in Frankfurt vertreten. Ich werde auch auf dem Stand vor Ort sein. Die Termine folgen noch. Ich freue mich total auf das Event. Wird mega. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns bald wieder und bis bald.